Ja, ja. Ah. Marc freut sich. Junge, was ist das hier für White Putin Walking? Alter, mir geht es miserabel. Spielen wir mal Manager-Karriere. Ich liebe Spätschicht. Mir geht es miserabel. Mir geht es einfach nur miserabel. Das wird ein richtiger... Naja, es kann ein guter Stream werden. André erzielt Dreierpack. Was die mit Schwächen? Nee, Alter. Wo bin ich jetzt? Es Sponsel. Ah, ist mir egal. Verpiss dich. Wir brauchen eh keine Spiele. Ja, alles egal. Ich habe eine Frage. Ihr Marc, frag, was du willst. Du weißt. Einfach drauf losfragen. Transferangebot für Momo. Ganz klar annehmen. Ja, was wollen die? Warum spiele ich eine fucking Position, die nicht mal im Team vertreten ist? Hey Marc, was laberst du? Du bist hier MS. Marc, du stehst auf MS, hä? MS und ZOM, das ist doch dasselbe, Marc, Alter, ohne Witz. Haben wir Sephiron so angefragt? Skill Issue. Junge, Yannick, was geht ab? Yannick, schön dich zu sehen. Oh, hat er sich jetzt doch verpisst? Bitte keine Cutscene. Bitte gib mir keine Cutscene. Das Maximum aus dem Deal fast rausgeholt. Also ein Top-Deal. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Junge, wer bist du? Ach komm, annehmen. Scheiß doch drauf, ey. Bei uns ist irgendwie so ein Supertalent oder so. Oh, Dortmund. Da ist Dortmund. Oh, so, Downs ist auch weg. Noch eine Million abkassiert. Let's go. Junge Basti, es geht. Es geht. Transferangebot für André. München-Gladbach, Alter. Das kommt so langsam wieder sehr stark in meinen Wortgebrauch. Das ist gut. Hurensohn ist auch ein Wort, was sehr in meinem Sprachgebrauch ist. Marvin Schäbe, natürlich verkaufen wir den. Für 11 Millionen ist recht. Wir brauchen keine Torhüter mehr. Wir haben Yannick und Edin. Und Edin ist im Sturm. Bei mir war es auch nie weg, Yannick. Sascha Leicester City, Junge, wir haben nur Top-Spieler. In meinen Plänen für die Nummer 1. Du bist ein erster FC Köln Schlüsselspieler. Danke, Emily. Spieltag. Gibt sogar Pressekonferenz. Will ich mir das geben? Und hier gab es eine Zeit, wo ich ein bisschen abgenommen habe. Wo es ein bisschen abgenommen hat. Alter, was ist das? Das Spiel wurde so auf den Markt gebracht.
Ja, Yannick, das ist hier das größte Problem. Das hier ist das größte Problem. Ich habe... Hey, Moment mal. Junge. Oh mein Gott. Dark Basti. Nemcha Sabitzer Emre Can. Dark Basti ist direkt Kapitän geworden. Angriff 99. Reus von gestern, Dark Basti ist der Shit. Warum tust du dir das an? N-Word Pass. Was gibt's hier für Spielstile? Ruhepol, First Touch, Raserei. Raserei ist geil, Tricks ist auch geil. Ich scheiße auf eure Trainingsübungen. N-Word Basti. Dark Basti ist ja Captain, Alter. Junge, Dark Basti ist der größte Widersacher, den wir jemals sehen werden. Die Aufstellung so okay? Ja. Einzige mit Bild ist Döner. Wo ist eigentlich Shrek-Sophone? Rexophone kommt beim Follow, aber mir followt niemand, weil ich bin ein kleiner Bastard. Die Bundesliga-Musik ist auch ausgeschaltet. Die Aufstellung von Borussia Dortmund. Nee. So machen wir das nicht. Ich habe eh nur Idee. Ich habe eine Idee. Audio, gib mir Audio. Kommentator aus. Stadionambiente, ja. Menümusik, einfach Menümusik ausschalten. Und jetzt für Spiele Streaming Musik deaktivieren. Nö. So, ich habe Musik jetzt ausgeschaltet. Und jetzt müsste ja die Bundesliga Musik trotzdem. Du streamst FC oder nimmst deine Spiele auf. Diese Einstellung deaktiviert jegliche Musik. Ja, Schwachsinn. Mal wieder als Hintergrundmusik, meine ich. Ist das nötig? Gregor Kobel. Die Nummer 3. Junge, der Stadionsprecher. Teddy, Junge. Die Nummer 4. Nico Schlotterbeck. Das ist doch kein Herr BVB. Mal das Spiel nochmal neu starten. Mit Musik. Weil Musik aus ist oder was? Halt dein Maul, Alter.
Das ist doch auch nicht die Wahl. Automatische Schüsse, deine Oma. Ich kann doch hier nicht immer ohne die Bundesliga-Hymne und so. Jetzt muss ich liefern. Oliver Tanz. FBI, open up! Tanzbär, vielen Dank für den Raid. Ich hasse Raid so sehr. Ich nicht. Weckt. Weckt hat den Raid bestimmt eingeleitet. Vielen Dank. Was geht ab? Musik. Hier eskaliert es ja völlig. Ja, normal. Die Aufstellung von Borussia Dortmund. Die Nummer 1. Gregor Kobel. Die Nummer 3. Es läuft trotzdem kein Heer, BVB. Alter, ich kann hierzu nichts mehr sagen. Ne? Aber egal. Oliver Tanzbär, danke für den Raid. Weg, du bist eine coole Sau. Und Ninetales-Fan 93. Danke. Alter, Döner sieht gut aus heute. Döner sieht sehr gut aus. Immer diese Werbung. Basti, du wirst reich wegen mir. Junge, alter Dark Basti. Und die haben Alexander Arnold geholt? Den habe ich nicht transferiert. Was ist das denn? Junge, hat das jemand mit dem Handy aufgenommen oder was? So. Junge, aber ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich komme nicht drauf klar. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass der Raid. Es tut mir leid. Bierkann. Wäre ziemlich witzig, wenn das mit dem Handy aufgenommen wird. Ja. Alter, Alter, wieso lag die Scheiße so sehr? Alter, das sieht aus. Wie kann man sowas verkaufen? Wie kann man sowas verkaufen? Oh mein Gott, ich krieg ja... Oh mein Gott. Ich spiele... What the fuck, Dark Basti? What the... Alter, Dark Basti, so der sieht so gefährlich aus. Janik, schnapp dir doch jetzt hier mal den Ball. David. Alter, Dark Basti ist so gefährlich, der ist so schnell. Edin. Ja, schick Sascha. Powerschuss. Hauptsache, die Switch-Version hat noch Powerschuss. Oh, das sah brutalst aus. Alter, David. Natürlich hat doch Dark Basti einen grauen Pfeil. Junge, was ist das? Wie kann man das als vollwertiges Spiel verkaufen? Und ich finde, das ist... Es wird trotzdem als vollwertiges Spiel verkauft, weil... Das ist doch... Das ist zwar 10 Euro billiger als alle anderen Versionen, aber... Martin! Oh, Martin! Ja. Moin, Daniel Botwinko! Was geht ab? Marty McFly. Ja. Aber Martin sieht echt gut aus.
Ich frage mich, ob San Marino jemals noch ein Spiel gewinnt. In der Geschichte der Menschheit? Wahrscheinlich nicht. Hat sich Dark Basti verletzt? Hat sich Dark Basti verletzt? Dark Basti liegt da. Alter, den verspotte ich jetzt. Den verspotte ich jetzt. Oh, scheiß. What the fuck? Raus da! Ja, nee. Oh nein! Manuelsen! Aufpack! Wie leise! Wie leise ist die Torhymne! Oh, San Marino. Oh, Mann. Niemand hier bringt Martin um. Alter, es tut mir leid, aber ich spiele halt privat die PS5-Version, ne? Und ich bin schockiert, was ich hier sehen muss. Ich habe noch nie einen so großen Unterschied gesehen. Noch nicht mal Sonic Forces PS5 und Switch-Version ist... Ist das hier? Hat dieses Ausmaß? Ja, wir kämpfen auf jeden Fall um den Abstieg. Alter. Auf da. Ach, come on. Dark Basti ist zu stark. Er hat halt nur 99er Werte. Torhymne? Irgendwas stimmt mit der Torhymne nicht. Junge Mark, wenn einer die Punkte bekommt, dann Dortmund. Aber gegen Bayern müssen wir gewinnen. Sascha! Guten Abend, ihr Fußballverrückten. Edin! Ich kann nicht mehr. Ich regel das noch. Junge Marc, ich check das Spiel nicht. Das Spiel sieht... Ey, wenn ich das vergleiche, FIFA 23 auf der PS4, ne? Ich hätte mir die Switch-Version einfach nicht holen sollen. Ich glaube, ich halte das nicht lange aus. Ich bin ehrlich. Edin! 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 Schiri! Schiri! Was ist das? Diese Totenstille! Warum ist das Stadion so still? Ich höre nur überall... Danke, Birkan. Was ist das? Junge, wieso komme ich da nicht an den Ball ran? Komm, Döner. Junge, Döner zieht jetzt... Alter, wieso ist Döner so schnell? Hä? Oh, durch die Lücke, Martin! Martin!
Martin! Er hat zwar keinen Außenriss oder so, keine Ahnung. Was passiert hier, Martin? Martin macht den Tanz. Alter, es läuft einfach in 12 FPS. Es läuft so gut wie League of Legends auf meinem letzten PC. Hatte ich auch immer 12 FPS. Martin OP. Das drehen wir noch. Es ist so billig alles, ne? Es ist alles so billig. Das ist kein komplexes Gameplay hier. Und ich habe heute auf der Switch... was heißt hier auf der Switch? Ich habe heute... What the fuck? What the fuck? Edin macht den Doppel-Kopenhagen. Ich habe heute auf der PS5 auf Ultimativ gespielt. Ich wurde so wegrasiert. 4-0. Keine Chance. Dann habe ich es auch gelassen. Also Ultimativ ist eine Nummer zu hoch auf der PS5. Und auf der Switch-Version kann ich 3-0 zurückliegen. Und dann 3-3 machen. Junge, was will dieser Dark Basti hier? What the fuck? Ich hab einfach gepasst. Hey, Mark! Edin! Edin, oh mein Gott! Edin macht wieder den Dance! Er macht den Dance! Los, Edin, Dance! Junge. Ich bin erstmal raus. Oliver Tanzberg, geh lieber schlafen. Schau dir das einfach nicht an. Danke für den Raid, aber auf jeden Fall einen schönen Stream noch. Danke, schönes Wochenende. Danke, danke gleichfalls. Und mach's gut. Mach's gut. Einfach Doppelpack. Dabei ist Edin noch unser Torwart. Oliver Tanzberg, vielen Dank für den Raid. Mach's gut. R1 und rechter Stick. Junge Marius. Oliver Tanzberg. Oliver. Danke für den Follow an der Stelle, du süße Maus. Oliver. Baby, nenn mich Oliver. Hey! S6, jetzt der Magdau, genau que meine Co-Trainer, eine Torso, eine S6. So eine S6. Junge Pep, halt doch dein Maul, ey. Mark. Mark. Mark hat gegen Marius Wolf verloren. Marius Wolf ist zurück zum BVB gegangen nach Hodenhagen. Das ist voll das Drama hier. Wolf ist zurück zum BVB nach dem Auflösen des VfL Hodenhagens. Er hofft sich auch nur das schnelle Geld. Oh, Malen. Malen hat den Pfeil. So eine Scheiße. Junge, Döner. Alter. Niemand hier bringt Martin um. So eine Scheiße. Mark, jetzt geht's ab. Powerschuss. Oh, Gregor. Wir schlafen ist noch zu früh, echt? Für mich definitiv nicht. Lauf Richtung Fahne. Was will denn dieser Mark hier? Jemand Mirik mal timeouten? Der Sohn macht wieder Selbsteinwechslung. Hodenhagen hat schon ein tragisches Ende genommen. Ja. Das stimmt wirklich.
R1 Flick Flick. Hä? Das ist ja einfach nur so nach oben, hä? Hä, was? Der Marc hat nicht genug Spezialbewegung. Bei Torjubel. Oh nee, jetzt kommt hier gleich Dark Basti, aber Basti kämpft gegen Dark Basti. Wir haben uns gerade angefasst. Das ganze Parallelraum-Zeitkontinuum wird gleich zerbrechen, Alter. Der Marc spielt gegen Dortmund. Marc gegen Borussia Dortmund. Marc rastet völlig aus. Marc kackt auf den Platz. Er kackt einfach auf den Platz. Er geht zu Emily. Oh mein Gott. Ein Gruppenkuscheln. Emily in der dicken Trainingsjacke. Oder das war schon eine Regenjacke. Ach, es pisst ja hier gerade. So, das war's mit R1 und Doppelflick, ne, Marc? Bescheid. Das wäre mein Jubel gewesen. Der Grits. Der Gritty. Was? Boah, für den ersten FC Köln. Danke. Marc. Ein Tor, eins Partie. Lotterbeck, ziemlich blonde Haare. Dann kann man jemanden den Bastard nicht mal aufs Maul hauen? Hä? Der ist unsichtbar. Da passiert sich unsichtbar gemacht. Was zum Fick ist das denn jetzt? Zum Fick, der Pfeil. Basti Special Move, sein Signature Move ist unsichtbar werden. Was ist das? Was zum Fick ist das? Ey, ich fasse es nicht. Diese Switch-Version. Kobel ist unsichtbar. Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Das, kann man das jemand klippen? Kann das jemand klippen? Was ist das? Dark Basti ist unsichtbar. Wie kann das passieren? Dark Basti und Kobel sind unsichtbar. Ey. Das ist das... Ich weiß nicht... Obwohl, den Pfeil. Wo ist der Pfeil? Achtet auf den grauen Pfeil. Marke, Marke Vorlage. Powerschuss! Na Junge, niemand ist im Tor. Wo ist Kobel hin? Junge, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Aubameyang! Aubameyang! Donje Malen! Junge, nein! Ich brauche eine PS5. Ich brauche eine zweite PS5. Und ich nein, ich kann nicht verzichten auf Privatspielen. Marce, wieso du nicht für FC Augsburg spielen so in Seise? Nicht mal bei mir und ich spiele relativ viel. Kobel ist weggelaufen, als er Schlotte verteidigen gesehen hat. Schlotte. Kaum zu stoppen, Marc. Das ist ein Screenshot wert. Junge Marc, du siehst so gut aus. Dafür, dass das hier ein PS3-Spiel ist, sieht Marc sehr gut aus. Wir spielen die PS3-Version von FC24. Kobel hat kurz Unsichtbarkeitsspray genommen. Wo ist Dark Basti? Wurde ausgewechselt? Der wurde ausgewechselt. Oh mein Gott, da ist er! Was zum Fick? Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Ich kann nicht mehr. Nee, nee. Oh mein Gott, da ist er. Dieses Wichsschwein. Junge, sein Special Move. Ideen. Die Bantam.
Henrik Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan hat das Dortmund-Trikot wieder an. Ist das denn zu fassen? Ey, man sieht den, wie unfair ist das? Man sieht den Pfeil erst, wenn er am Ball ist. Marc Basti ist so ein Schwein. Wo ist der? Ich hab so Angst. Er kann aus dem Nichts mir den Ball wegnehmen. Und dann ist noch der, der scheiß Torwart unsichtbar. Man weiß nicht, wo der gerade ist. Oh. Ah, warte, jetzt, wenn die Gegner im Ballbesitz sind, dann sieht man den Pfeil auch. Mach doch mal Druck jetzt hier, Sauber-Robin. Chameleon Basti. Das ist nicht gegen die Regeln, das ist die Switch-Version, hier gibt's keine Regeln. Spiri! Spiri! Martin wurde einfach umgenietet. Wo ist Kobel? Wo ist Kobel? Ich sehe nichts. Das ist so blöd. Marc hat das leere Tor nicht getroffen. Der Schiri muss eigentlich Rot für Doug Basti geben und Kobel auch. Die haben ja quasi Rot. Junge, der Ball, was ist das? Was ist das? Der Ball will jetzt einfach losfliegen. Der Ball fliegt jetzt einfach gleich los. What the fuck? Borussia Dortmund, alle, oh, oh. Sehr viel Powerschuss jetzt. Ach, sehr viel. Phantomkobel. Phantomkobel, was ist das für eine Scheiße? Ey, das beschreibt doch die Switch-Version am besten, oder? Alter, ich glaube, wenn Martin die Wiederholung sieht, er wird sich kaputt lachen, Alter. Ey. Hä? Junge. Junge, fick dich, Doug Basti. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Ja, schon die Halbzeit der 10 Minuten. Wir spielen ja schon ewig so. Ist ja 5-5. Junge, was zum Fick? Der auf einmal nimmt mir irgendwas den Ball weg. Ey, Junge, das ist so behindert. Warum hat er sich aufs Maul gelegt? Unsichtbare Spieler sind der gute Doug Basti, ist ein guter Mann und der Kobele ist ein Phantom guter Mann, liebe diese Spiele Base. Angst, dass da hier gleich Doug Basti kommt. Wo ist der Co? Junge, jetzt wird mir wieder der Ball weggenommen von Doug Basti. Das ist ja noch krasser als... Junge, Doug Basti hat schon alles 99 als Wert. Und dann kann er sich noch unsichtbar machen? Wen willst du hier ficken? Oh nee, jetzt gibt er Elfmeter. Jetzt gibt er noch Elfmeter. Ich gehe da hin. Ach komm schon, warum ist Yannick so spät gesprungen? Ich check das nicht. Hol mal Doug Basti, wir sehen, was dann passiert. Wird schwer, den zu faulen. Muss er ja schon am Ball sein, irgendwie. Ah, das war so knapp.
F an Yannick und seine Jogginghose. Benze Baini. Junge, ich habe auch keine, ich kann ja auch nicht richtig zielen, weil ich nicht weiß, wo der Bastard steht. Ja, fick ihn. Hat jetzt mal Bock, ein bisschen Frust rauslassen. Und das ist nicht mal eine Karte. Ich fick den komplett um, mit Absicht, mit voller Absicht. Ich fick Brandt komplett um. Julian Brandt wird richtig umgefetzt. Ich fetz den richtig mit Absicht um, das ist keine Karte. Und Robin hat gerade rot bekommen. Für einen Zweikampf. Was für Ecke. Rechten Stick gibt's ja gar nicht. Hä? Was hat Martin da gemacht? Was war das? Der Stream kackt ab? Ist das so? Aber nur bei dir, Marc. Also bei mir scheint alles okay zu sein. Jetzt fick ihn. Ich gehe gleich komplett steil. Jetzt muss ich noch irgendwie mit Dark Basti da rechnen. Kriegt Dark Basti noch gleich den Ball? Ach nö. Na, Dark Basti, Alter. Hat doch einmal den Ball bekommen. Kann ich den. Alter. Alter. Janik macht ein gutes Spiel. An ihm lag es nicht. Junge, das ist so bitter. Nee. What the fuck? Diese Soundkulisse. Alter. Alter, warte, hier ist doch irgendwo Dark Basti jetzt in der Mitte. Wo ist Dark Basti? Verfolgt mich doch jetzt nicht, oder? Junge, Anstoßtour, Bullets. Ja, fuck you einfach. Dortmund hackt, um Meister zu werden. Junge. Junge, vergiss es. Ja, der hat ihn jetzt aber abgewehrt, oder? Hä? Der Ball hat voll die Kurve gemacht. Das war doch eine Parade von Kobel, oder nicht? Ja. Oder der ist auch wieder abgewehrt? Nee. Emily wird gefeuert nach dem Spiel.
hätten wir mal nicht Pep geholt. Dem Spiel definitiv nicht. Gegen Dortmund kann man verlieren. Vor allem gegen Dark Basti, der unsichtbar ist. Verdammte Scheiße. Dann habe ich mir schon die Mühe gemacht und einen Dark Basti erstellt. Und dann ist er das ganze Spiel über unsichtbar. Im Signature Move. Ich sehe doch nicht, wo Kobel steht. Alter. Ich bring theoretisch die Ecken rein, auch wenn du keine machst. Ja. Ich würde da FC Köln besere machen ja HR suyen. Ja, sehr verloren, aber. Aber, nee. Ich kann das nicht mehr. Diese Soundkulisse die ganze Zeit. Ich höre nur. Das ist ja wie im Signal Iduna Park. Genauso hört sich der Signal Iduna Park auch an. Wo ist Kobel? Ja, leeres Tor getroffen oder so. Was ist Chatverzögerung? Kobel muss für Walker rein. Jawoll. So einfach geht das. Boah, Pfosten und rein. Da konnte kein Kobel stehen. Der fallende Baum. Walker hätte alle gehalten. Alter. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Martin auswechsel. Martin hat keinen Bock mehr gehabt. Martin dachte sich so, ich spiele doch hier nicht gegen Unsichtbare. Wer bin ich, Alter? Martin hat einfach keinen Bock, er wollte sich auswechseln lassen. Er hat sich richtig barsch gefühlt, kann ich aber verstehen. Los geht's, David. Junge, Marc Uth. Marc Uth. Jawohl. 10-8. Einfach Handball. Wir müssen uns eigentlich noch eine rote abholen. 10-8. 4 Tore. Müssen wir so eine Karriere machen wie in FIFA 22, wo Messi im Tor stand. Nur mit Walker. Einfach Walker als Torwart machen, den Spieler bearbeiten und dann Karriere mit ihm, Spielerkarriere mit ihm machen. Also, dass Pep gleich sprechen wird übers Telefon. Er schätzt die Leitung von Köln ein. Wie macht man das? Interview nach dem Spiel. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind.
Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement sich gerade vor uns teleportiert haben. Einfach so reden, als würde Pepper anrufen. Herr Guardiola ist gerade am Telefon, Frau Engels. Sie sehen sehr schockiert aus. Sie sehen so aus, als wäre das ein Standbild. Sind Sie über den Auftakt sehr enttäuscht? Die Saison ist noch sehr lang. Wir hatten uns zwar mehr erhofft, aber naja, scheißegal. Herr Guardiola hat gesagt, dass Basti ein richtiger Bastard ist. Man sollte ihn lieber fernhalten. Das hat gerade Herr Guardiola am Telefon gesagt. Was fällt diesen Guardiola überhaupt ein? Alter, scheiße. Guardiola, ficken Sie sich. Ficken Sie sich in den Arsch. Kilian, wer ist Kilian? Pep Guardiola hat gerade am Telefon gesagt. Ist alles scheiße. Kilian ist eine Hurensohn. Er kann nicht mal kacken. Nicht mal kacken kann er richtig. Der kackt nur noch neben das Klo. Kilian ist ein Arschloch. Emily sieht mega gut aus, ja. Danke, dass auch. Sie bei uns war. Auch als Standbild. Junge, ich kann nicht mehr. Ohne Witz, dieses... Junge, 16 Millionen hätte ich hier rausholen. Mbappé ist besser als Messi. Mbappé ist besser als Messi. Transferangebot für Ud. 16 Millionen. Junge, jetzt ist Robin gesperrt. Muss Marv Gaming TV ran. Haaland größer Mbappé, change my mind. Haaland ist krass. Das ist deine Chance, Aiden. Das ist deine Chance. Leute, das ist mir alles zu viel. Ich guck mal hier in Clubs rein. Sind eigentlich schon alle drin? Sind eigentlich alle hier schon drin? Ligaspiel. Naja, ich muss das ja eigentlich noch alles machen. Playstyles hier machen. Währenddessen flutten Messi in die Burger King Liga nach dem RB PSG Geflop IST. Ein Playstyle kann ich annehmen. Also mein Lieblings-Playstyle ist eigentlich schneller Schritt. Beschleunigt beim explosiven Sprint schneller. Oder unerbitterlich ist auch geil.
erhöht die Erholung in der Halbzeitpause und in der Verlängerung. Das ist natürlich auch geil. Es ist OP für ZM. Der Passen das erste. Entscheidender Pass. Spielt Steilpässe mit größerer Präzision. EP-Pässe mit mehr Schnitt. Präzisionspässe mit größerem Tempo. Messi flüchtet in die Burger King Liga. Ich will Ausdauer haben. Ich will Ausdauer haben. Attribute. So, jetzt muss ich Ausdauer pushen. Physis. Ausdauer, Ausdauer. Ausdauer. Antritt plus 1, habe ich 70, okay. Skillspiele an. Ich will kein Spiel mehr machen irgendwie. Ich gehe mit Emily hier hin und was ist das hier? Hier kann man sich gratis Erfahrungspunkte holen. Jetzt gehe ich mal mit Emily auf den Trainingsplatz. Bewege dich in die markierten Punkte. Das ist sehr komplex. Hast du das schon gemacht mit deinem Pro, Mark? Hast du schon... hast du schon ein paar Level aufgestiegen? Bist du schon Level 10 und hast den nächsten Playstyle freigeschaltet? Cool. Coole Sache, Marc. Ball abschieben. Ich glaube, ich bin Level 4. Gute Sache. Ich würde gerne mit dem VfL Hodenhagen spielen. Ich wünschte, wir können auf jeden Fall noch irgendwann ein Game zusammen zocken, Mark oder Edin. Das stelle ich mir so witzig vor, aber das ist auch eigentlich der einzige Grund, warum ich die Switch-Version gekauft habe, anstatt die PS4-Version. Das ist der einzige Grund. Pässe in Folge. Na, wie verteilt ihr euch denn hier?
Jawoll. Wollen wir nicht mal in einem Stream online gegeneinander spielen und so ein Turnier machen? Wäre doch eine gute und witzige Idee. Gegeneinander spielen? Wir können doch alle in Pro Clubs zusammenspielen. Polisch von Wolfsburg und Bayern. Junge, Ivica Olic. Was das? Treff das Tor nicht. Es laggt. Alter. Ich merke gerade, es läuft ja hier wieder. Alter, ich merke gerade, es läuft ja wieder hier Copyright-Musik, ich Idiot. Ich kann nicht mehr. Das ist mir alles hier zu blöd. Das ist mir alles zu blöd. Warum hat er mir jetzt den Ball geklaut? Phantomtor. Warum hält Yannick jetzt alles im Training? Ich check gar nichts mehr. Können auch mal so 1v1 machen. Ihr habt also richtig Bock auf 1v1s zu, in der guten alten Switch-Version. Junge, was für Zweikämpfe. Trainingsspiel, gewinne das Training. Kann ich einfach schießen? Ha, easy, Junge, easy. Na, schade, genau das wollte ich, aber. Oh, wir haben den Ball. Ja, geil. Schade, jetzt haben wir wieder den Ball, ne? Nicht? Schade. Junge, was zum Geier. Man merkt, dass hier die Switch-Version überhaupt keinen Spaß macht, was schade ist. Junge, wieder Werbung. Die Switch-Version, die ist einfach nur eine Frechheit in meinen Augen. Habe ich jetzt ein Level-Up bekommen? Ich habe einen Skill-Punkt. Kannst du gleich 5 PS5 kaufen. Gott sei Dank. Ausdauer. Ich brauche diesen Archetyp.
Archetype. Der hat noch Ausdauer. Aber der kostet 10 Skillpunkte, was zum Geier. Lokalliebling. Wir haben null Fans. Der VfL Hohenhagen hat null Fans. Das ist gut. Club Gesamtmitglieder 2. Mark. Oha, das ist wirklich der echte. Ins Management aufnehmen. Aus Vereinen fern. Level 5 der Boss. Ein Spiel gespielt. Ach so, okay. Bin raus, Switch nervt gerade zu hart. Dann hätte man nicht das Spiel für die Switch rausbringen müssen, wenn es auf der PS4 und 5 besser läuft. Dass es auf der 5 besser läuft, ist klar. Der 4 auch, aber. Aber das ist ja einfach nur. Das ist ja einfach nur. Die Switch, die schafft das einfach nicht. Beziehungsweise was auch immer. Es wurde hier gar keine Liebe reingesteckt. Noch weniger Liebe als in die PS5-Version. Und da ist auch schon keine Liebe drin. Weil es ja FIFA ist. Wir reden ja von EA Sports. Edin, du hast doch eigentlich auch die Switch-Version, Edin, oder nicht? Du hast auch FIFA. Du kannst doch... Oh, Cat, Zeit für einen Trank. Cat, Edin, du kannst doch auch dem VfL Hohenhagen beitreten. Ja, hab FC24 für die Switch. Da kannst du doch in Clubs dem VfL Hohenhagen beitreten. Oder nicht? Junge, dieses Spiel läuft doch hier einfach nicht. Dieses Spiel läuft nicht. Ich glaube, ich beende jetzt einfach hier mein Leben. Ich meine den Stream. Es ist eh niemand live, außer Unkai. Safe könnte ich. Aber ich fasse die Switch heute nicht mehr an, weil ich gleich schlafen muss. Ja, nur als Reminder, wenn du mal wieder in FC24 drin bist, dass du mal eben in Clubs reingehen könntest. Sehen wir es positiv. Bald kommt Mario Wonder raus. Das stimmt auch. Dann spielen wir lieber Mario Wonder und dann... Ja. Dann haben wir erstmal Mario Wonder hier als Projekt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall besser. Ich krieg diese Version nicht in meinen Kopf rein hier, was die hier gemacht haben. Für mich ist das eine Schweinerei. Das ist mal Ultimate Team auf der Switch Version. Hm.
Exzellent, Emily Engels. Jawohl. Exzellente Trainerbewertung. Erstmal ein Spiel verloren. Edin, ich sehe alles positiv. Ich hab noch nie gesehen, wie ein Spieler unsichtbar auf einmal wird, wie der Stürmer und der Torwart auf einmal unsichtbar werden und wie krass dumm das ist. Was machen wir jetzt mit der Switch-Version? eBay verkaufen. Ja, wir gucken uns das jetzt noch hier ein paar Spiele an. Es ist ja ganz witzig so. Es ist natürlich nicht das, was wir erwartet haben, ne? So eine richtig geile Fußballkarriere. Ich meine, unsere Spieler, die sehen alle super aus, auch für die Switch-Verhältnisse. Sehen unsere Spieler natürlich, weil sie alle mit Liebe erstellt wurden, sehen die halt alle mega geil aus. Aber Junge, das Gameplay ist halt sehr ärgerlich, aber wechsel dann lieber auf PS5. Muss dann halt alles wieder neu erstellen. Muss gucken, ob ich eine PS5 zum Stream irgendwie herbekomme. Für 405. Beim Angebot gewesen war. Klatsche ich mir hier die PS5 hin. Die PS4 kommt raus und dann habe ich hier eine PS5. Das Leben schon viel besser aus. Weil die Switch darf. Die kommen mit solchen Spielen nicht klar. Die Switch ist für bisschen Mario, bisschen hier, bisschen da. Die Kacke. So. Ich will mal sagen, das war's für heute. Wenn du uns bessere Qualität geben kannst mit der PS5-Version, dann ist es auch richtig gut. Wenn du uns bessere Qualität geben kannst mit der PS5-Version, dann ist es auch richtig gut. Das ist halt das Ding. Und wenn alles richtig geil aussieht und es wirklich Cutscenes gibt und nicht diese Cutscene, wie jemand zur wie Emily zur Pressekonferenz kommt. Was halten Sie von dem Spiel? Was halten Sie von der gravierenden Niederlage gegen Dortmund? Junge. Ich muss einfach ein bisschen Crack nehmen und einfach eingefroren. Es ist so dumm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist Viertel nach Mitternacht. Viertel nach 12. Ich gehe schlafen. Ich bin müde. Ich habe eine harte Spätschicht vor mir. Noch zusätzlich. Und dann muss ich mir noch antun, wie Dark Basti unsichtbar wird und mich in den Arsch fickt. Ich dachte, es laggt. Aber es ist so beabsichtigt. Aber beabsichtigt, keine Ahnung.
Die haben halt einfach so das, die 1 zu 1 die Version von der PlayStation und so, haben die einfach auf die Switch geworfen, obwohl das einfach nicht abgespielt werden kann oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum, wie so ein Standbild zustande kommen kann. Das sind keine Cutscenes, nur Bilder. Richtig schlechte Bilder. Ja. Kinder. Einfach nur Finger weg von Drogen. Finger weg von Drogen und dann müsst ihr auch keine Switch-Version von FC 24 spielen. Ah, Digga. Ich kann nicht mehr. Edin, trotzdem vielen Dank fürs Dabeisein. Es war wirklich schön. Mitternacht, Edin, geh schlafen, ohne Witz. Und Marc, auf jeden Fall noch ein Danke an Marc, auch wenn er schon weg ist. Danke fürs Dabeisein. Yannick war auch kurz da. Der Raid von Oliver Tanzbär nicht zu vergessen. Ich glaube, in der Next-Gen-Konsole würde es bestimmt besser laufen. Natürlich würde es besser laufen. Es liegt halt nur an der Switch. Es liegt nur an der Switch. Weil EA Sports sich gedacht hat, fick die Switch-Version. Und deswegen sage ich, fick EA Sports. Gute Nacht, Edin. Schlaft schön. Finger weg von Drogen. Sonst werdet ihr auch unsichtbar werden. So eine Switch-Version. Und Scheiße.